Herzlich willkommen beim Experiment der Woche. Viele Fahrradfahrer glauben ja, dass sie diejenigen sind, die das Gleichgewicht auf ihrem Fahrrad halten. Also, dass sie diejenigen sind, die dafür sorgen, dass das Fahrrad nicht umfällt. Das stimmt aber gar nicht. Tatsächlich ist es so, dass Fahrräder ohne Fahrer fast genauso gut fahren. Und das möchte ich mal hier mit diesem kleinen Modellfahrrad demonstrieren. Ich treibe das Fahrrad auf diesen Motor an und lasse das gleich ganz alleine, offensichtlich ohne Fahrer, fahren. Okay, ich gebe zu, das mit dem Ausweichen von Hindernissen klappt noch nicht so richtig gut, aber das Erstaunliche ist ja eigentlich, dass das Fahrrad nicht umkippt. Und woran liegt das? Das liegt an den Kreiselkräften, besser gesagt an der Drehimpulserhaltung. Und was das genau ist, das kann ich hier an diesem großen Kreisel demonstrieren, der sich noch nicht dreht. Der ist in alle Richtungen frei, beweglich hier, ganz schön locker aufgehängt. Und jetzt werde ich den Kreisel mal in Rotation versetzen. Dazu nehme ich den Motor hier und lasse den Kreisel drehen, das dauert einen kleinen Moment. Das ist ein schwerer, kräftiger Kreisel. So, und er wird auch immer schneller und immer schneller. Na, ich denke mal, das sollte jetzt reichen. Eben war der Kreisel noch total beweglich, ließ sich in alle Richtungen kippen und drehen, aber jetzt ist er stabil und fest. So stabil, dass ich sogar hier an der Seite mit der Faust draufschlagen kann. Gut, er wackelt zwar ein bisschen, aber seine Position hat er weitestgehend beibehalten. Und das ist auch genau der Grund dafür, dass das Fahrrad nicht umkippt. Wenn wir uns nämlich hier so ein Fahrrad anschauen, das fährt genauso wie der Kreisel, da dreht sich das Rad ja auch so rum, das fährt vorwärts. Und wenn wir jetzt annehmen, das Rad kippt in diese Richtung, das ist genauso, als würde ich hier mit dem Finger drauf drücken, dann sieht man, der Kreisel dreht sich in diese Richtung, wo das Rad kippt. Das heißt, es wird wieder aufgerichtet. Es funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Wenn sich das Rad in diese Richtung kippt, ist es das gleiche, als würde ich hier mit dem Finger drauf drücken. Und auch hier ist es so, dass das Rad sich genau in diese Richtung dreht, in der das gesamte Rad zu kippen droht. Das heißt, beim Fahren des Fahrrades dreht sich das Fahrrad vorne genau immer so, das Vorderrad, dass es verhindert, dass das Rad umkippt. Und das ist auch der Grund dafür, dass Fahrräder alleine fahren können, wenn sie auch nicht Hindernissen ausweichen können. Ja, das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich muss jetzt weiterfahren. Bis zum nächsten Mal. Neugierig bleiben.